Jo, Freunde, ich bin hier der Juli von Prime Evil Gaming. Und ich habe mir gedacht, wir zocken. Ich zocke hier mit euch. Soll ich mein Spiel schon löschen? Ja, machen wir mal auf weiter. Ja, ich habe mir gedacht, ich spiele mit euch einfach ein bisschen mein Lieblingsspiel. Aber davor, die alltägliche Einstellung. Ich sperre meine Katze vor die Tür, also vor dem Balkon. Was ist das? Es ist in den letzten Tagen so krass heiß. Oh, da sind wir gleich mal mit dem blauen Cloudjumper. Cloudjumper. Da gehe ich jetzt aber ganz schnell rein in die Drachendings, in den Drachenhangar. Und muss etwas umstellen bei meinem PC. Das ist jetzt eine ganz kleine Verkürzung. Wiedergabegeräte. Weil ich möchte beim Headset etwas hören, aber wenn ich dann Lautsprecher aus Standard. Okay. Ich jetzt zumache. So, dann hört ihr jetzt theoretisch ganz kurz mal etwas doppelt. Und ich wollte euch jetzt eigentlich zeigen, also wie man ein bisschen rumfliegt mit dem Vizi und dem Unizahn. Klassisch ein bisschen. Ja. Aber wir könnten theoretisch auch machen, dass ich euch jetzt einfach ein paar Tutorial-Tipps gebe. Also die mir geholfen haben. Ach ja. Oh, das geht jetzt nicht. Egal. Weil ich will mir eigentlich das Spiel auch hören. Egal. Ja, also man kann halt hier mit dem Onatan und so ein bisschen rumfliegen in dem Drachenzimmer. Leicht gemacht zum Beispiel. Let's Tutorial wird die Serie hier heißen. Da ich einfach hier so ein kleines Tutorial mache. Und naja, ich will euch jetzt nochmal ein Tutorial-Fakt zeigen. Und zwar, wenn ihr hier so seid, habt ihr die Walka und den Wolkensprenger und nicht. Also ihr müsst in dem Ding drin sein. Dann drückt ihr rauf, runter. Links, rechts. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Aber es wird schon irgendwie klappen für euch. Und jetzt zeige ich mal die anderen Drachen. Also das hier ist Walka und Wolkenspringer. Das Geile an dem Drache ist wirklich einfach eine Sache. Ich fliege jetzt hier einfach mal. Ja. Wenn ich jetzt hier eigentlich rein zu müsse. Oh, schade. Sieht man gerade nicht. Aber normalerweise sieht man dann die Walka und den Wolkenspringer auf der Karte, weil das so ein Riesendrache ist. Ja. Wahrscheinlich wird sie jetzt gleich etwas sagen, die Walka. Ich kann das aber nicht hören, leider. Irgendetwas mit Cloudjumper oder irgendwie so etwas. Und das ist halt ein Vierflügler. Und Walka ist Hicks Mutter. Also wer den Film nicht gesehen hat, auf jeden Fall anschauen. Das ist es wert. Ja. Und dann würde ich eigentlich jetzt noch mal kurz mit dem anderen zweiten DLC-Drachen schauen. Und zwar dem Haut drauf und den Schädelbrecher. Ich finde jetzt die nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber man kann ja mal den Sturzflug schauen. So.
Ja, okay, da klappt dann nur seine Flügel und das ist jetzt nicht so geil. Überall Walker, Springer und Walker. Aber ganz klar ist natürlich schon der, ich glaube auch von den meisten, der Favorit. Hicks und Onizan. Aber geil finde ich auch Auspacke. Der hat halt Tarkenzahn und Tarkenzahn ist eigentlich mein Favorit. Also nicht. Ich glaube eigentlich von fast jedem ist ohne Zahn der Favoritendrache. Aber ich versuche jetzt in die Schlucht hier reinzufliegen, im Sturzflug aber noch. Oha, das war richtig knapp. Ich hab's aber geschafft. Schauen wir mal, können wir hier durchfliegen? Nein, hier kann man nicht durch. Okay. Also, das ist jetzt nur ein letztes Tutorial auf meinem eigentlichen Account. Die Juli-Account. Jetzt landen wir hier nochmal. Ah, dem Juli-Account. Und ich werde das Ganze aber noch let's playen auf einem anderen Account. Und ja. Aber für manche ist ja auch ein Wolkenspringer, wie zum Beispiel für Leon, der Favoritendrache. Und die spielen jetzt auch noch. Also ich finde ganz ehrlich das hier so geil. Einfach so am Meer entlang cruisen. Aber das sieht bei Wolkenspringen ein bisschen verbuggt aus. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ey, der ist so groß ist. Aber auf jeden Fall müsst ihr euch den Film angucken. Der Film ist nämlich einfach sowas von legendär. Also das ist wirklich einer der besten Animationsfilme für mich in den letzten paar Jahren. Auf jeden Fall viel besser. Oha, was ist das? Okay, ja. Okay. Was war das denn verbuggtes gerade? Aber das Lustige eben ist, man kann mit jedem Drachen mit ohne sein. Hier so rauf. Ah! Sagt doch nicht, weil ich die ganze Zeit. Aber man kann die einfach abschließen. Den macht das nichts. Der denkt sich YOLO. Oh, Hilfe! Hilfe! Oh, komm an! Okay, ja. Wir fliegen jetzt hier nochmal rein. Und wir fliegen einfach mit Tix und Monizan. Das sind die einfach der geilste Drache, wenn ihr mich fragt. Ich meine, wer mag Onizan nicht? Geht auf jeden Fall ein Like ab, wenn ihr ohne Zahn richtig geil findet. Und wenn ihr das Video nach mindestens 2 Wochen, also nach maximal 2 Wochen 20 Likes habt, spiele ich die ersten 5 Minuten des Films noch. Also des Clips, weil den ganzen Film kann ich mir ja nicht anschauen und der Clip ist Mist. Aber Nix und ohne Zahn sind einfach so einfach so sweet boys. Wow. Wenn ich jetzt mal ganz kurz auf der Karte schaue, hier, wenn ich hier drüber bin, ungefähr hier genau eigentlich,
natürlich mich runter und fange dann den goldenen Terrible Terror, was falsch übersetzt ist, denn eigentlich heißt es goldener schrecklicher Schrecken und nicht Terror, goldener. Nochmal schauen. Wo ist er denn? Ah, der cruist hier so ein bisschen rum. Okay. Das ist geil. Na, da ist er ja. Da ist er ja. Er fliegt nicht weg. Ach doch, jetzt. Wow, ich hab ihn. Yeah, ich hab ihn. Ja, jetzt verbacke dich. Jo, Unitzer, du kannst nicht visieren. Eisbildhauerei, das ist fast fertig schon. Jetzt machen wir aber noch ein Rennen. Wobei, 11 Minuten schon. Keine Ahnung, ob sich das noch ausgeht. Nein, nein, nein. What the fuck? Ich habe eigentlich gedacht, fixationalen Anzug. Warum verwendet der den nicht? Vielleicht schneide ich die Drachenzimmer leicht gemacht Musik noch dahinter, aber das läuft. Also eigentlich läuft ja hier schon eine Musik, das wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel. Noch ein ohne Zahn-Token. Also ich, es gibt ja die ohne Zahn-Token, die Sturmfall-Token und alles. Aber ich frage mich, es gibt dann, wenn man alle collected hat, also alle eingesammelt, ein schaltet die verborgene irgendwas von ohne Zahn frei. Und mich würde interessieren, ob das der Titan-Mode wäre. Das wäre nämlich richtig geil, ob das der Titan-Mode wäre. Oh, perfekt. Deswegen würde ich sagen, ich suche die ganzen hier und dann seid ihr wieder dabei, wenn ich alle gefunden habe. Das war jetzt eine schöne Abbremsung. Und wir sind jetzt schon fast bei 12 Minuten. Das geht ja richtig krass schnell. Wie gesagt, ich könnte den zweiten Teil nachspielen. Ah, das... Wow, wow. Er fällt einfach so schnell vom Drachen. Er kann sich nicht verbacken. Er fällt direkt von unten. Alright, Toothless! Alter! Hast du nicht irgendeine Sicherung oder so? Sogar Valka steht auf ihrem Drachen und ist besser gesichert wie ohne Zahn. Also X. Okay, ich wollte jetzt eigentlich hier landen. Ich finde den ohne seinen Sturzflug eigentlich am geilsten. Aber Astrid und Sturmpfeil habe ich eigentlich noch nie gespielt. Das frage ich mich auch, warum eigentlich. Wahrscheinlich wegen die. Wegen riesen Beinen. Aber. Wir sind jetzt auch schon bei 15 Minuten, das ist krass. Also fast 15 Minuten. Got it. Wie ihr gesehen habt, wahrscheinlich jetzt doch das hier. Ich habe eigentlich nur ohne Zahn gespielt. Weil das einfach wirklich so mein Traumdrache ist.
Ich träume wirklich davon, Umzahn zu haben. Einen Umzahn, einen Tour in den Nachtschatten. Wirklich so geil, du. Aber ich würde sagen, die erste Folge können wir auch ein bisschen überziehen. Warum ich durch die ganzen durchfliege, sieht man vielleicht an dem Erfolg. Acht auf meine Melone. Keine Ahnung, warum der so heißt, aber ich mach das einfach mal, weil ich dann wahrscheinlich an Ey, da ist ein Sturmfall-Token. Ich habe keine Ahnung. Sind eigentlich die Sturmfall-Token und alle anderen Tokens da, wo die bei ohne Zimmer so sind, oder sind die woanders? Das würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne wissen. Können wir das ja auch herausfinden. Okay, hier habe ich noch keinen collected. Wie gesagt, ich habe jetzt hier 7 Token. Ja, ich glaube, die sind so ziemlich an der gleichen Stelle. War der mit uns dann gerade vorhin auch hier so? Nein, 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 nein! Ich muss jetzt mal anvisieren. Hey, Fail, wo bin ich? Hey, und wieder. Jo. Übrigens, mit X könnt ihr so eine Art Boost einsetzen. Dann seid ihr einfach viel schneller, wenn ich jetzt kein X drücke. Also in Bremse. Bin ich einfach so schnell. Wenn ich X drücke, dann bin ich so schnell. Hey, ist das noch eine Aussicht? Ach so, nur mehr. Würde mich jetzt eigentlich interessieren. Hier so Klick. Hä? Wie kann ich in den Mehrspielermodus? Hm. Ach, jetzt war eigentlich so einen schnellen Sturzflug. Was ich jetzt unreal finde, wenn ich jetzt so rauffliege und dann hier so runter und dann hier so bremse, fotze ich die total dagegen. Ein Controller hat auch gerade vibriert. Aber wenn ich so mache, fliegt der nicht sofort wieder gerade aus. Lauf bei ihr. Warte, kann ich mit dir auch so verpackt? Dann könnten wir mal den Sturzflug. Ja, okay. Hier ist der Sturzflug. Also, Astrid klemmt sich hier einfach so einen Sturmpfeil ran. Okay. Wenn ich jetzt in den Drachenhangar gehe und dann Fischbein und Fleischklops, weil die hat ja so oder Sturzflug, einfach mal die Flügel zusammenklappen. Hier so noch. Junge, das sieht einfach ganz normal aus. Hui. Ja, aber Fischball und Fleischklopf finde ich einfach süß. Der behindertste Drache. Ganz ehrlich. Und das Problem ist, ich habe für Fischbein und Astrid. Ach, für ich meine Drachenzimmer. Gar keinen. Gar kein Intro. Das ist natürlich schon ein Problem. Ready to fire? Frag mich gerade, okay. Ja, ja, das ist schon klar. Das Lustige ist ja auch, ich kann einfach so hier so stehen und ganz nach unten schauen. Und die juckt's nicht. Aber ganz ehrlich, das sieht einfach nicht cool aus. Okay, jetzt mache ich einen Sturzflug.
Aber nicht in den schnellen, damit ich mir das jetzt anschauen kann. Das ist einfach ganz normal Flug. Nur ohne Flügel. Wahrscheinlich sind hier auch noch so Wellen. Ernsthaft. Wie wenn der Drache das brechen würde. Aber wir sind bei 20 Minuten. Deswegen würde ich sagen, chillen wir uns nochmal auf Hexe ohne Zahn. So. So, wir chillen uns hier rauf. Ach, und übrigens, ich glaube, das ist das erste deutsche Let's Play von dem Spiel hier. Und jetzt bekomme ich ganz unprofessionell eine Nachricht. Das geht ja gar nicht. Und setzen. So, und mit dem Anblick beende ich die Folge.